Moin Leute, ich bin hier im Keller mit meinem Dyson V8 Absolut und ich bin ein wenig am Verzweifeln gewesen und das Problem ist, er stockt oder stottert oder auf Englisch würden sagen pulsing, wenn man ihn auf vollem Maximum laufen lässt. Ich mache es mal kurz an, damit ihr es hört und seht. Also, das sind so die Geräusche, die er momentan macht. Das ist so, hört sich an, als wäre er kurz vor dem Sterben. Und ich habe jetzt gefühlte Millionen Foren und Videos angeschaut. Und ich versuche jetzt einfach mal ein paar Sachen aus und gucke, ob es dann funktioniert. Als erstes fange ich nämlich mal mit dem Staubfilter an, der hier oben drin ist. Den kann man rausziehen. Der sieht jetzt relativ sauber aus. Aber ich meine, wir hatten hier eine Baustelle. Vielleicht ist da hier sehr viel. Ja, da kommt schon Zeugs raus. Den soll man einfach sauber machen und dann ist das Problem beseitigt. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Einfach sauber machen. Dann kommt eine Menge Dreck raus. Also Dreck ist ja auf jeden Fall rausgekommen. So sieht das Ding jetzt sauber aus und jetzt lasse ich es einfach mal trocknen und dann gucken wir mal, ob das morgen funktioniert. So, ist gesäubert, einstecken und hoffen. Ja, so einfach. Ich musste jetzt nicht mal großartig irgendwie das trocknen lassen. Ich habe es jetzt einmal kurz so 5 Minuten geföhnt und dann war das Ding gut. Und ja, ihr seht, es hört sich wieder gut an. Kein Pulsen mehr, kein Stockern, kein Stottern. Ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Lasst mir einen Daumen da und schreibt mir mal, welchen Dyson ihr benutzt. Und euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.